So Leute, herzlich willkommen zurück zu Colosseum Pokémono. Takeru, genau auf diesem Platz hier habe ich das seltsame Pokémon gesehen. Und dann haben mich diese Schläger entführt, als ich gerade die Stadt verlassen wollte. Wir sollten aufpassen, diese Stadt wäre auch ohne die seltsamen Pokémon ziemlich gruselig. Ist mir egal, wir spielen jetzt gegen den hier. Jo. Ja klar. Ja, wie gesagt, ein bisschen trainieren müssen wir, deswegen wird es dieser Part jetzt hauptsächlich mit Trainieren beschäftigen. Vielleicht ja danach auch noch, ich weiß es nicht. Wenn wir gut durchkommen, dann nicht, dann bin ich sowieso glücklich. Ja, aber es kann aber auch sein, dass der dem nicht so ist. Aber mal schauen. So, da ist ein Krypto-Pokémon. Deswegen ist das nicht nur Trainieren, was wir hier machen. Sondern noch ein bisschen Pokémon fangen. Alles klar. So, da habt ihr den mächtigen Griptoschlag gesehen. Gut, der war jetzt nicht allzu mächtig. Aber ich wollte ihn euch nur mal zeigen. Beziehungsweise hat er ja gemacht. Sehen wir noch öfters. Sehr, sehr häufig. Kann man eigentlich dazu sagen. So. Dann machen wir die Aufteilung so. Ja, weil es wird lange dauern, bis wir Noctu besiegen. Und da ist die schöne Hypnose. Vielen herzlichen... Genau das richtige Pokémon. Herzlichen Glückwunsch. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das dauert erstmal, bis der eigentlich aufgewacht ist. Mensch, das geht's doch gar nicht. Klar, ich hätte jetzt auch einfach machen können, dass ich die ganze Zeit auf Noctu drauf haue, damit wir endlich weiter spielen können. Ja, natürlich, auch noch auf Psyana. Ich glaube, es hackt hier. Mann, das geht doch nicht. Wieso schläfst du alles ein? Ist doch ultra langweilig. Wenn wir die ganze Zeit nur pennen. Also ich finde das ultra langweilig, sowas. So, wir sind jedenfalls aufgewacht. Ne, Psyana will noch weiter. Ja, komm. Als ob der das macht wieder, ey. Wieder Hypnose. Junge. Lass doch so einen Scheiß. Ich meine, das macht doch keinen Spaß. Dachte ich mir, dass du aufwachst. Na, dann gucken wir mal, ob Noctu. Ja gut, der hält viel aus. Oh man, verwirrt auch noch. Okay, das ist... Ja. Ja, der ist einfach mal durch den Trainer durchgegangen, ne? So, wir setzen jetzt erstmal den Krallball ein. Mal Spaß daran haben. Ja, klasse. Sofort. Sofort rausgegangen, das ist doch mal schön. So muss das laufen. Tja, so einfach kann das, beziehungsweise so blöd kann das hier weitergehen. Wenn wir halt
die Pokémon hier nicht. Na komm. Ja. Wie gesagt, das kann halt sehr lange dauern, deswegen Training dauert jetzt leider ein bisschen länger. Ja, klasse. Jetzt können wir gar nichts mehr machen, oder was? Na doch, wir können Krallball einsetzen. Das finde ich auch so genial. Das Pokémon setzt Fliegen ein, aber wir können sie erstmal krallen. Mann, du bist fast rot. Ja. Ohne zu fliegen, einfach mal oben. Mhm. Das ist logisch. So, was haben wir denn hier? Reflektor. Ja Leute, so einfach kann das echt gehen, ey. Ja, danke schön. Scheiß Pokémon. Wobei, das sind hier die einfachsten, die man kriegen kann zuerst. Ja, ich bin sicher, diese Stadt hat ein düsteres Geheimnis. Was kann hier kommen? Ja, warum nicht? Na ja, klar, Psyana hat nur 24 KP, das ist kritisch, dass wir das machen. Aber ich habe keine Lust, Zeit zu verschwenden. Vati und Kniels. Mhm. Ach halt, warte. Vati hat doch bestimmt so eine scheiß Statikfähigkeit. Und Kniels hat Pilzspur-Fähigkeit. Ja, toll. Also im Grunde ist alles scheiße, was wir machen könnten. Mhm. Na gut. Ja, ich dachte, das ist so eine Scheißfähigkeit. Alles auf Nachtara. Klasse. Gut, dann greifen wir mit dir ja nicht an. Dann erledigt Psyana das eben. Mensch, hör doch auf, immer rauszugehen. Ich möchte heute noch fertig werden. Endlich. Ja, Leute, der Tag fügt ein.
Okay. So, wir gehen jetzt geradeaus weiter. Weil man dort seine Pokémon heilen kann. Dann müssen wir nicht unbedingt nach Finas oder wie man noch immer das ausspricht. Sondern stopft seine Pokémon einfach hier rein. So, das hier ist auch ein Kolosseum, aber da müssen wir es später hin. Ja, wir müssen leider trainieren erstmal. Tut mir in der Hinsicht auch leid. Ja gut, eigentlich nicht, aber es ist einfach so. So. Biker Bonnie. Nubelo Frontman Mirasler. Tja, nicht gerade viel Auswahl, aber hey. Ah, cool. Eine... So, Elgato hat kurz gespinnt, sorry. Kann mal passieren. So. Damit wäre Miraptor schon mal down. Pudogs. Okay, Megasauger. Ich hoffe, das Pokémon lässt sich diesmal wieder einfacher fangen, ey. Na gut, sehen wir dann. Oh. Das hätte auch nicht sein müssen. Eieiei. Das hat richtig gezogen. Ja, wir versuchen es schon mal. Vielleicht haben wir ja Glück und es geht so rein. Auch wenn ich das bezweifle. Ja, war ja klar. Warum sollte es auch sofort reingehen, ne? Ich meine, das wäre ja auch utopisch. Komm, wahrscheinlich knockst du gleich mein CA noch komplett aus. Junge, du bist so... Du hast über die Hälfte verloren. Du bist kein legendäres, deswegen müsstest du eigentlich sofort reingehen. Ja, toll. Sieh ich den Xiano schon fast komplett, ey. Dankeschön. Tja, eigentlich dachte ich, dass ich noch einen Kampf schaffe, aber ja, leider ist schon wieder die Zeit rum. Die geht echt so schnell rum. Ärgert mich selber momentan. Am meisten. Ja. Okay. Ich guck mal, ist da oben ein Computer? Damit ich auch speichern kann. Ja, es ist cool. So, kurz noch KP aufladen, weil Psyana schon fast komplett down ist. Dankeschön. Und hier ist ein scheiß Pokémon. So,
Kurz noch hier rangehen. So, 5 gekrallte Pokémon haben wir. Ich habe jetzt aber erst zum ersten Mal gespeichert. So. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Pokémon Kolosseum wieder. Bis dann und haut raus. Ciao.